Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu Folge 3 bei den Applers. Ha! Es ist auch... Also, ihr habt nichts verpasst. Ne? Ich nehme direkt weiter auf. Direkt geht's weiter. Wir beeinflussen immer noch unseren Bischof. Er mag uns immer noch nicht. Er ist bei minus 8 Opinion. Wir haben immer noch 2 Gold auf unserem Konto. In unserer Truhe. Ja. Und da ist ein... Was ist denn passiert? Oh ja. Ein neuer Perk. Den nehmen wir. Detaillierte Hauptbücher. Nee. Kriegsgewinner. Es ist meine Domäne. Ich nehme mal Verteidigungsplanung. Gibt uns ein bisschen Bonus bei der Festungsgröße. Okay, die ist in Italien. Da ist eine Seuche in Italien. Was ist hier? Okay. Ja, da nähert sich eine Seuche. Naja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Freya. Mhm. Okay. Was hier? Oh ja, guck mal. Oh, wir können heiraten, glaube ich. Ja, bitte. So. Dann. Okay. Dann gehen wir mal in die... Nein. So. Also, unsere Frau ist erwachsen und wir können uns mal angucken. Ja. Ja, sie ist heterosexuell, sieht gut aus, also von den Werten her sieht's okay aus. Alles super. Ach, warte mal, hat sie Ansprüche? Warte. Nee, warte. Nein. So. Ja. Nö. Sieht nicht so aus, als hätte sie Ansprüche, die wir übernehmen könnten. Kein Problem. Ist okay. Ist okay. So. Okay. Unser Lehnsherr
ist wieder da. Ist relativ unspannend. Und oh ja. Hohenberg übrigens, nicht Grünberg von letzter Woche, Hohenberg. Boah, da sind wir aber krass im Minus. Naja, gut, egal. Ja, wir sind jetzt stark im okay. So. So, wir könnten investieren in eine Bildhauerwerkstatt oder in eine Schmiede. Das hat unser Ratsverwalter geraten. Nee, Ratskanzler. Oder schneller gewinnen mit ein paar schlauen Geschäften. Okay. Naja. Gut, wir sind jetzt stark verschuldet. Ich hoffe, wir kriegen das schnell hin. Ah, was ist das denn? 9er Rekrut Ivo. Herzlich willkommen. Nein. Weiß ich. Ich weiß, dass ich verschuldet bin. Vielen Dank. Das ist mir durchaus bewusst. So. Was ist das? Schön. Ach ja, das dauert jetzt, bis wir hier wieder im Plus sind. Außer wir kriegen die coole Gelder. Mal sehen. Naja. Gut. Dauert jetzt so 2-3 Jahre. Aber dafür haben wir einen Anspruch. Nice. Was ist das? Okay, wir haben Leibeigene, die sich bei uns verstecken vor ihrem Lehnsherrn. Können sie zurückgeben, dann gibt der Graf, kriegen wir eine bessere Meinung zu ihrem Lehnsherrn. Wir können... Wir können ihn zurückgeben und ihn tadeln, den Lehnsherrn, weil er so grausam war. Dann bekommen wir Prestige, er verliert Prestige. Oder wir zeigen den Leibeigenen neue Bauernhöfe bei uns. Nö, wir tadeln. Oh
Oh ja! Sie, unsere Gemahlin, ist schwanger. Das heißt, wir bereiten uns schon mal darauf vor, gleich einen Namen zu wählen. Also wir nicht, sondern der Zufall. Welche Person aus meinem Leben wird... ich wollte gerade sagen, wieder auferstehen. Aber nein, die meisten leben noch von dieser, aus dieser Liste. Wird hier auftauchen. So. Wird bei den Namen der von Eplers wieder auferstehen. Vielleicht so. So, so. Man sollte das Spiel auch fortsetzen. So. Schön. Unser Befehlshaber hat sich verbessert, wurde Pionier. Wunderbar. Gefällt mir gut. So. Ja, mal gucken, also je nachdem, was das Kind wird. Das wäre ja dann zumindest erstmal unser Erbe, beziehungsweise unsere Erbin. Die würde ich dann gerne, oder ihn, als Diplomat ausbilden wollen. Obwohl, nee, ich glaube, ich mache noch eine Generation Händler und vielleicht werden wir uns dann mal Richtung Diplomatie versuchen zu entwickeln. Je nachdem, wie es aussieht, wegen Machtteilung und so weiter und so fort. Da müssen wir mal gucken. So, was ist hier? Okay. Neuer Erbe! Mein Sohn, mein Erbe. Okay. So, wir brauchen... So, wir brauchen einen männlichen Namen. Und es wird die Nummer 6. Christian, okay. Christian, okay. Oh, nee, warte. Doch, ja. Das schon mir verzählt. Nein. Christian. Sekunde. So, Christian, herzlich willkommen. Also für die, die jetzt erst einschalten bei dieser Folge und nicht wissen, worum geht's hier eigentlich. Ich habe mir ein paar Namen von Personen, die in meinem Leben eine Rolle gespielt haben, rausgesucht. 14 Stück, also 14 männliche und 14 weibliche. Und lasse durch Zufall entscheiden, wie unsere Kinder oder die Kinder, die wir benennen dürfen, also innerhalb unserer Dynastie, benannt werden. Und angefangen haben wir bei uns. Das ist wurde Michael genommen und jetzt eben der gute Christian. Emir Abdallah hat eine Mischkultur erschaffen. Herzlichen Glückwunsch, das ist mir relativ wurscht. Nein, ich möchte auch keine Ansprüche anmelden. Ich muss erstmal unseren Minusstand, unseren Minuskontostand ausgleichen.
So, dann haben wir einen neuen. Was ist das? So, dann nehmen wir mal auf Stammrollenverstärkung. Und als nächstes nehmen wir dann wieder im Reichtum Zweig. Gerade haben wir zwei nämlich aus dem zweiten, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, genommen, aus dem zweiten Zweig im Verwaltungsbaum. Aber das ist eigentlich gar nicht so schlau, weil der beste Perk ist der Trade Habgierig, glaube ich, heißt der. Am Ende dieses Baumes, also Baum 1, weil man da deutlich nochmal einen Bonus auf Steuereinnahmen bekommt. Okay, ich dachte schon, ich habe hier vergessen, den Timer zu stellen. Aber nein, habe ich nicht. Gut. So. Nein, immer noch nicht. So, also, wir haben schon 50 Gold im Minus nur noch. Also etwa, ja. Ja, 2 Jahre und ein bisschen. Dann sollten wir wieder ein Plus sein. Ich mache ein bisschen schneller vielleicht so lange. Wieso kann ich... Ah, das... Deshalb. So. Okay. Sehr gut. Ach, unser Rudolf, der Rudolf ist kein Herrscher mehr. Das ist unser Schwiegervater. So. Guck mal, jetzt sind es nur noch 24 Gold im Minus. Ich mache mal ein bisschen schneller. Und stopp. Ja. Okay. Krieg, aber nicht für uns. Super. Der Papst richtet ein Turnier aus. Ich bin trotzdem dagegen. Mach ich nicht. So. Ach Gott. Kleinvieh macht... Oh ja! Oh! Oh, 50 Gold! Ja! Komm! Oh, shit. Okay, wir kennen den Krieg, aber... Scheiße. Also wir könnten in den Krieg... Achso, ich... wir könnten in den Krieg ziehen, aber das Problem ist, jetzt... er hat mehr Militär als wir. Das ist schade. Apropos. Wir unterrichten natürlich unser Kind.
Und jetzt gucken wir mal nach einem Ehepartnerin für unseren Christian. Und zwar nehmen wir eine Dame. Oh nee, die sind verwandt. Nee. Ach, shit, warte. Warte. Das jetzt funktioniert, das war jetzt komisch. Ja! So. Okay, ich warte noch mal ganz kurz. Also, die haben 1100 Mann. Wir haben mit unserem Verbündnis, mit unserem Bündnispartner zwar mehr, aber wir alleine halt nur halb so viel. Ich habe jetzt nochmal ein paar Bogenschützen gekauft. Okay, ja, das ist mir. Oh ja, perfekt. Ah, genau, habgierig heißt der. Heißt der Zweig, den wir eigentlich formen wollten. So. Okay. Was ist das? Christian ist sehr ruhig, okay. Zieht sich oft in eine stille Ecke zurück und denkt sehr nach. Ja, ist ein nachdenkliches Kind. Ist in Ordnung. Bekommt den Trade nachdenklich, naja. Okay. Gucken, was denn sonst? Was. Ach, oh.
Nachdenkliche Kinder eignen sich oft für eine Ausbildung zur Verwaltung und deshalb. Oh, Adelheid. Ja, Adelaide ist wieder. Adelaide ist wieder schwanger. Wunderbar. Ja? Mal gucken, was diesmal wird. Nachdenkliche Kinder eignen sich für eine Verwaltungsausbildung, wurde gesagt. Perfekt. Nehmen wir gerne. Dann machen wir natürlich auch, dass der gute Christian in die Verwaltungsausbildung geht. Selbstredend. Was ist das? Okay, schön. Aha. Unser Freund kümmert sich mehr um seine Beziehung als um uns. Das ist aber voll in Ordnung. So. Mein Sohn. Okay, also. Was wird's diesmal? Nee. 10. Frank. Okay. Es wird also Frank. So. Frank, herzlich willkommen. Guten Tag. So, also. Frank ist... Was? Ach nee, Mann. Sag mal, nein. Gar keinen Bock auf irgendwelche Aktivitäten. So. Hedwigpocken. Hildesheim. Unsere Gräfin wieder schwanger. Eine Seuche breitet sich aus. Unsere Ehepartnerin ist besser geworden in der Diplomatie. Was ist noch? Ach so, das ist Ansprüche. Das nervt ja schon, gell? Hesso, unser Freund Hesso, verurteilt uns, weil wir dünner werden. Also.
So, wir haben uns geprügelt mit Hesso. Wir prügeln uns mit Hesso, haben's. Ja. Naja, gut. Also, das soll es auch für diese Folge wieder gewesen sein, tatsächlich. Mit einer Prügelei endet diese Folge, ja. Aufgrund, weil uns gesagt wurde, wir essen zu wenig. Naja, okay, gut. Für euch mal ganz kurz vielleicht, weil ich habe ja irgendwie nicht laufen. Also für euch ganz kurz. Wir haben 12 Gold, 854 Prestige, 708 Glaube, 219 Legitimität, Pracht 46, naja gut. Also Dynastie, Pracht, Vermächtnis, ich weiß nicht, wie das im Deutschen heißt. Soldaten 868 und Ländereien, die wir verwalten, eine von maximal 6 und Stress sind wir bei 0. Also ganz entspannt. So, das soll es wie gesagt gewesen sein für diese Folge, Folge Nummer 3. Ich sage vielen Dank und bis zur nächsten Folge.